Ich stehe total auf Burger. Guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Burger! Mit oder ohne Käse? Cheeseburger! Danke, sind in 3 Minuten zubereitet. Na dann, auf die Fritten, fertig, los! Für die Semmel mischst du dir 40 Teile Weiß mit 2 Teilen Gelb und 1 Teil Schokolade. Daraus formst du dir eine große Kugel. Die Kugel drückst du flach, dann teilst du sie mittig mit einem Messer. Danach nimmst du ein Dotting-Tool und ziehst 3 bis 4 feine Linien in den Deckel. Anschließend nimmst du ein Stückchen Alufolie und strukturierst damit beide Brötchenhälften. Im Anschluss bemalst du beide Brötchenhälften mit beigefarbener Pastellkreide. Und dann nimmst du braune Pastellkreide und setzt kleine Akzente auf dem Brötchendeckel. Ganz zum Schluss gibst du ein paar Tropfen Fimo Liquid auf dein Brötchen. Darauf verteilst du einige Sesamkörner aus weißem Fimo. Für den Käse mischst du 5 Teile Weiß mit 1 Teil Gelb. Rollst deine Farbmischung auf einer Dicke von 0,5 mm aus und schneidest dir daraus ein quadratisches Stück. Den fertigen Käse legst du auf dein Brötchen und biegst die Ecken leicht nach unten. Dann sieht es so aus, als würde der Käse über dem Brötchen schmelzen. Jetzt geht es weiter mit dem Fleisch. Dafür mischst du dir 6 Teile Schokolade mit 1 Teil schwarz, formst daraus eine Kugel und drückst sie flach. Dann nimmst du ein Stückchen Alufolie und strukturierst dein Fleisch. Für den Grilleffekt deines Fleischstückes bemalst du das Fleisch mit brauner und schwarzer Pastellkreide. Dein fertiges Patty legst du dann auf dein Brötchen. Nach einer weiteren Scheibe Käse kannst du nun Tomaten- und Gurkenscheiben auflegen. Das Tutorial zur Tomate verlinke ich dir unter mir im Kästchen. Für den frischen Salat nimmst du dir am besten 3 unterschiedliche Grüntöne und transparent Weiß im Mischverhältnis 3:1. Das Grün hackst du in kleine Stücke und formst dir dann daraus eine große Kugel. Davon schneidest du dir dann dünne Scheiben ab und strukturierst diese mit Alufolie. Zu guter Letzt den knackigen Salat auf den Burger. Darauf gibst du dann ein paar Tropfen Fimo Liquid. Das Ganze verschließt du dann mit dem Brötchendeckel. Vielen Dank, dass du mein Video bis zum Schluss angeschaut hast. Möchtest du gerne weitere Kreationen von mir entdecken? Dann klicke hier oder hier. Wenn du auf den Laufenden bleiben möchtest und immer wissen, was es von mir Neues gibt, dann abonniere mich hier. Hast du noch eine Frage zum Video? Dann schreib mir einen Kommentar. Tschüss, deine Froni.